Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Produkttester. Es gibt ein neues Video aus der Klemmbausteine-Welt und ja, was mag das wohl sein? Schauen wir uns gleich an. Los geht's. Ja, wir haben heute ein neues Lego-Set. Das möchte ich euch gerne mal vorstellen. Und zwar geht es hier um was? Ziemlich unbekannte Person, wie ich finde. Oder Charakter. Nee, natürlich Darth Vader. Der Bösewicht, wenn man so will. Ich bin ja manchmal der Meinung, er ist eigentlich gar nicht so böse. Man muss so ein bisschen tiefer gucken, aber ist ein anderes Thema. Also hier kommt Darth Vader oder Lord Vader von Star Wars. Der Spoiler, nee, Vater von Luke. Ich bin dein Vater, ich kenne euch aus. Also hier ist die Verpackung. 18 plus ist wieder so ein Thema von Lego. So eine Promotion-Sache. Wir haben das Set 75304 und wir haben hier 834 Teile. Also doch ganz schön viel. Und das Helm ist der Set, ist der Set, der Helm, der Darth Vader Helm, das Set ist von 2021 und kostet um die 60 Euro. Ich habe mir meinen wieder gebraucht geholt. Wisst ihr ja, manchmal kriege ich eins geschenkt von meiner Frau oder von meinen, ja, Bekannten. Dann habe ich ein neues und ich kaufe mir einfach mal eins, wenn ich es günstig kriege. Oder ich kaufe mir gebraucht. Auch mein Tipp an euch. Ich verlinke euch unten übrigens in der Beschreibung nochmal den Link. Dann könnt ihr es kaufen, wenn ihr wollt. Da guckt euch bei Amazon immer mal wieder rein, wenn die ihre Prime Days haben, ob ihr es da günstig kriegen könnt. Die Verpackung, so wie man sie kennt, aus dieser Köppe-Serie, sage ich mal, ringsrum bedruckt, in Schwarz. Und hier auf der Hinterseite sind meistens immer Filmszenen. Und noch ein paar einzelne, ja, Bilder des Modells. Hier haben wir jetzt die Anleitung. Die ist wieder, ja, sehr schön detailliert. Zeige euch die mal von innen. Wieder innen, die Innenseite mit verschiedenen Farben, dass man einfach besser klarkommt beim Bauen. Finde ich jetzt gerade für Nicht-Profis ganz praktisch. Allerdings darf man sich übertreiben. Ich zeige euch gleich warum. Und was ich schade finde, zeige euch nicht, ganz kurz nochmal innen drin. Das finde ich jetzt nicht schade, das ist schön. Hier noch eine kleine Filmszene, ja, mit Leia. Aber was ich schade finde, dass bei diesem so wertvollen Helm, und der ist wirklich toll, das sieht wirklich toll aus, zeige euch den auch auf der anderen Seite hier nochmal als Aufnahme, wo er sich so langsam dreht, in so einer Fotobox, kann ich euch mal einblenden. Was ich nicht so schön finde, ist, dass hier Aufkleber verwendet wurden. Also hier, diese und die Nase und so weiter sind leider alles Aufkleber. Die Platte hier vorn ist geprintet. Ja, also das ist eine Printplatte hier vorn. Aber ich verstehe halt nicht, warum man das nicht überall mit Prints macht. Ist das wirklich so teuer oder was? Keine Ahnung. Es gibt da andere Anbieter, die machen das für weniger Geld und da ist wirklich alles geprintet. Da zeige ich euch auch noch mal ein paar Videos davon. Aber jetzt geht es um den Helm. Hallo zusammen zum Montagevideo und wir gucken uns heute den Darth Vader Helm an. Bevor wir starten mit dem Zeitrafferaufnahme, nur ganz kurz hier wieder die Verpackung: Lego 18 Plus Serie mit der Lego Nummer 75304. Und wir haben hier 834 Teile, also durchaus etwas aufwendiger dieser Kopf. Seitlich gibt es hier wieder ja, eine sehr neutrale Verpackung, wieder in Schwarz, Star Wars Darth Vader. Dann auf der anderen Seite sieht man auch nochmal dieses Modell und unten, wie man es aus der Serie kennt, Bilder ja, von der Figur, die im Film vorkommt, in der Mitte wieder die Abmaße des Kopfs. Und rechts auch noch mal ein Bildchen aus der Serie. Und hier noch mal abschließend auf der Seite Helm Collection und hier noch mal ein Bild des Helms von der Front. So, und dann machen wir mal auf das Ganze. Ich habe diesen Kopf übrigens wieder, ja, gebraucht geholt. Ich denke, über Lego, warum nicht? Ja, spart man ein bisschen Kohle, würde ich auch vielleicht auch raten. Der einzige Nachteil ist, kommt darauf an, wo man es jetzt natürlich kauft, ist der, dass natürlich meistens die Teile dann hier, wie man sieht, in einer großen Box sind. Also ist natürlich ein großer, ja, sage ich mal, Teil, den man hier sortieren muss. Aber naja, es geht ja auch ein bisschen um den Spaß an der Sache. Nehmen wir das mal raus. So, hier ist dann wieder die Anleitung. Vorne wieder ein paar Bilder von Filmszenen
und hier auch vom Designer. Wir haben bei diesem Helm 5 Bauabschnitte. Das heißt also, manchmal sind es 3, manchmal sind es 4. Beim Mandalorian Helm waren zum Beispiel 4 Bauabschnitte. Aber wir fangen hier wieder an mit diesem Fuß. Dann gibt es über den nächsten Aufbau. Dann wird der Helm vorbereitet und so weiter, bis er hier bei Punkt 5 finalisiert wird. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich starte mit der Zeitrafferaufnahme und melde mich dann zurück, wenn wir den ersten Bauabschnitt soweit erledigt haben. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind hier am Bauabschnitt 1 soweit fertig. Seht jetzt hier das Resultat. Und hier sind wir auch im Buch soweit. Ich hole mal ganz kurz. Hier ist quasi der Bauabschnitt im Buch gezeigt. Ja, und hier sieht er, so sieht er jetzt real aus. Und wir machen weiter mit Bauabschnitt Nummer 2 und das machen wir wieder in Zeitraffer. Bis gleich. So, Delay,
Okay, wir haben jetzt den Bauabschnitt 2 beendet. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Bauabschnitt 2. Sieht jetzt dann so aus. Sieht so, okay, so sieht man es ganz gut. Und hier sieht es im realen Baustand, sagen wir mal so, aus. Nimmt langsam Formen an. Also wird langsam. Okay, dann machen wir weiter mit Bauabschnitt Nummer 3. Jetzt 3. Okay, bis gleich. So, wir sind auch mit dem dritten Bauabschnitt fertig. Ich zeige es euch hier wieder am Modell. Ja, sieht ein bisschen aus wie Darth Vader mit Hochbesuch. Ne, genau, also soweit ist es jetzt das Modell in live, real, sagen wir mal. Und hier seht ihr das nochmal als Bauabschnitt im Heft. Also hier seht ihr das Grundkörpermodell, also der Kopf. Und oben jetzt der Aufbau für den Helm. Und ihr seht auf dem Bauabschnitt 4 jetzt geht es weiter mit der Helmseite rechts, links. Ja, und das machen wir wieder im Zeitraffer. Und los geht's. Bis dann. So, wir haben jetzt auch den Bauabschnitt 4 erfolgreich abgeschlossen. So sieht er jetzt aus. So langsam kommt es Richtung Darth Vader. Was jetzt noch fehlt, sind die zwei Seiten. Und dann machen wir den Helm zu. Das heißt also, wir starten jetzt hier im Bauabschnitt 5. Ich zeige euch nochmal ganz kurz hier. So sind wir jetzt, so ist jetzt der Stand. In die Bauabschnitt 4. Und Bauabschnitt 5 beginnt dann hier. Und da waren wir wieder im Zeitraffer, kennt es ja. Und danach sehen wir uns wieder mit dem hoffentlich fertigen Darth Vader. Bis gleich.
So, ihr Lieben, wir haben es vollendet, wir haben es geschafft. Darth Vader ist jetzt soweit gebaut. Ich zeige euch mal ganz kurz hier, fertig. Also vorne das Schild noch dran. Hier jetzt der Helm. An der Seite auch diese, ja, sind es Schläuche oder was? Wo das schön, sehr schön rauskommt, also sehr, sehr viele Details. Vom Bauen her war es, reden wir nachher im Video noch ganz kurz drüber. Ich zeige euch hier nochmal die finale, Moment, ganz kurz weg. Die finale Zeichnung. Hier ist es also der fertige Kopf. Ein paar Ersatzteile sind übrig. Und hier, wie man es kennt, die komplette Teileliste, wo man auch ja, fehlende die Teile dann vielleicht nachbestellen kann und so weiter. Also die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Okay, soweit erfolgreich. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder zum im Produktvideo. Bis dahin, ciao. Ansonsten ist das schön, schön gebaut und man erkennt auch Darth Vader natürlich sofort wieder. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt komme ich zu den Sachen, wo ich überhaupt nicht verstehe. Also hier unten auch wieder, warum sieht man hier unten, also kann ich nicht nachvollziehen, ich habe auch nichts vergessen, ja, warum sieht man hier unten jetzt diese Heliplate, warum nimmt man da keine schwarze? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und gerade wenn es wie ich in der Glasvitrine aufgehoben wird, dann schaue ich von unten immer an diesen Boden hin. Also das begreife ich einfach nicht, weil ich glaube, eine schwarze Platte ist doch jetzt nicht teurer wie so eine gelbe Platte. Also, und was noch dazu kommt, ich muss es jetzt mal ganz kurz hier mit dem Autofokus machen, dass ich euch das richtig zeigen kann. Hier hinten, Moment, das muss ich euch jetzt hier zeigen. Hier, so seht ihr es, glaube ich, ganz gut. So könnt ihr es, glaube ich, ganz gut erkennen. Ihr könnt hier hinten durch den Helm, durch den hinteren Schild so ein bisschen durchgucken. Und dann geht es genau das, was ich nicht haben kann, dass man dann das Grüne durchsieht. Seht ihr das? Ihr seht da wirklich grün durchschimmern. Klar kann man jetzt sagen, der hintere Bereich, den kann man ja normalerweise rausklappen oder der sollte so rausgeklappt werden, dass es dann so aussieht. Ja, das schon. Allerdings kann ich jetzt hier an der Seite auch wieder durchgucken und sehe dann auch wieder das Farbige. Ich weiß nicht, ob ihr es genau erkennen könnt. Zeige euch das vielleicht irgendwie hier. Wenn man jetzt hier so durchschaut, sieht man auch wieder die Farben. Also, ja, das hätte ich mir vielleicht etwas anders gelöst, dass ich genau an den Schlüsselstellen vielleicht dann wirklich schwarz verwendet hätte. Ansonsten sind die Seiten hier, kann man sich bewegen, hier flatter, flatter, ja, flatter, flatter machen. Gleiches gilt auch für die hintere Partie, die kann man nur nach außen klappen. Und da sieht ihr auch das Übel. Moment. Hier seht ihr auch das Problem, dass hier drunter dann alles so farbig ist. Ja, deswegen schimmert es auch so durch. Da ist halt die Frage, kann ich nicht hier außen wenigstens einfach schwarz verwenden? Das ist ein bisschen schade. Ja, dann klappt man es wieder runter, dann ist es erträglicher, sagen wir mal so. Wir messen den Helm jetzt erstmal ab. Das gehört auf jeden Fall noch dazu, das machen wir auch. Also, gleich mal sehen, sagen wir mal die Größe, die Höhe haben wir. Von circa ja, 20,5 cm hätte ich jetzt mal gesagt, knapp 21. Dann haben wir die Breite, die würde ich jetzt mal auf 15 cm festlegen. Natürlich, wenn man es rausklappt, nicht, aber so stellt es ja wohl keiner auf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 15 cm sind. Ich sage euch trotzdem vollständigkeitshalber, wie breit er wäre, wenn man so aufstellt. Auch cool, oder? Also, so wäre er 23 cm. Da müsstet ihr 23 cm einplanen. Jetzt schauen wir uns noch die Tiefe an. Die Tiefe ist, sage ich mal, hier bei diesen grauen, was ist das, Schrauben, sage ich mal, ist die tiefste Stelle. Und da sind wir bei 15 cm in etwa. Ja, so circa 15 cm in etwa tief. Jo. So weit, so gut. Ne? Habe ich alles erklärt? Kosten und so weiter. Links habe ich euch wie beschrieben hier in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mal gucken, ob ihr da irgendwo was ergattert. Vom Bauen her war eigentlich ganz angenehm. Ist natürlich hier mit diesen Seiten oft das Gleiche, dass man einfach Plate auf Plate so bauen muss, ein bisschen versetzt, sodass sie einfach halt an Dicke gewinnen. Ja,
Soweit, so gut. Dann danke ich euch sehr fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, wenn ihr wollt. Reden wir ein bisschen über diese Lego Edition, wie ihr die findet. Und ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Like gebt oder einfach mich anschreibt, was euch so gefällt an diesen Klemmbausachen und was euch weniger gut gefällt. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.